Hallo Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin Together und ich sehe gerade, wir haben ein neues Teammitglied und wir stehen vor dem Windkraftwerk. Der Neo. Ein Bamelin. Oh ja, gut. Ich habe gesehen, der hat ein scheues Wesen, das heißt verringerter Angriff, was jetzt nicht so toll ist, aber erhöhte Initiative, was ihm jetzt nicht so viel bringt, weil er eh schon sauschnell ist. Aber gut, ja. Folgendes, ich gehe jetzt erstmal ins Pokémon Center und dann werde ich auch gleich mal eine Runde offscreen trainieren. Ich will nämlich erstmal unseren Neo aufs Teamniveau bringen. Das glaube ich immer noch Level 15 ist. Ich habe auch gesehen, Chris hat sich entwickelt. Der ist jetzt ein Luxio, was ich toll finde. So. Okay, ich mache hier mal eine ganz kurze Pause und was ist denn unser Team? Jetzt, also Wupan ist 17, Chris 15, das Vorhaben wird nicht weiter trainiert und Neo ist Level 10. Das heißt, ich werde Neo jetzt einfach mal bis auf Level 15 trainieren und wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder da und ja, ich habe den kleinen Neo ein bisschen trainiert. Der ist jetzt Level 15. Und der hat Sternschauer gelernt. Dafür habe ich ihm den Nassmacher verlernt. Nur damit ihr jetzt mal wieder auf dem neuesten Stand seid. So. Dann erledigen wir mal eine Kleinigkeit beim Windkraftwerk, würde ich sagen. Da liegt ein Item. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Ein Trank. Wage es bloß nicht, in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, dass jedem, der nicht zu Team Galactic gehört, der Zutritt verboten ist. Aber du siehst mir so aus, als würdest du es doch versuchen wollen, hineinzugehen. Also gut, dann lass uns um den Zutritt kämpfen. Oh ja, mein erster Team Galactic-Kampf in diesem LP. Ich mag Team Galactic. Herausforderung von Galactica Rüpel mit einem Charmian. Also gut, Neo, dann zeig doch mal, was du kannst. Aquaknarre. Hypnose. Juhu. Ich liebe es. Tu mir einen Gefallen und wach schnell auf. Ach, heul halt. Also. Ja, schlaf halt noch länger, Neo. Runden geschlafen. Davon hat der Gegner effektiv eine Runde genutzt. So, aufgewacht. Bitte sag mir, dass das jetzt reicht. 196 Erfahrungspunkte für Neo und wir haben den Galaktik-Rüppel besiegt. Na, wenn das nicht großartig ist, von einem dummen Balg aufs Kreuz gelegt. Ja, du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit meinem eigenen Schlüssel hier einschließe. Es gibt nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen im Blütenfeld stehen. Im Blütenfeld stehen. So werde ich vom Verlierer zum Gewinner. Ha! So, ja. Da ist von innen abgeschlossen. Da kommen wir jetzt erstmal nicht rein. Aber der hat uns ja zum Glück einen guten Tipp gegeben. Wir sollen zum Blütenfeld bei seinen Kollegen vorbeischauen. Ach, da haben wir eine Siegelbeere. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Und ich sehe gerade, der Kudo hat hier auch was eingepflanzt. Halte ich jetzt für unnötig. Beim Playthrough kommen wir wahrscheinlich hier eh nie wieder vorbei. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo nur das Zeug jetzt reif wird. Also gut. Genug der Worte, gib den süßen Honig her. Tu, was wir sagen. Team Galactic wird den Honig bekommen. Wir werden damit eine große Zahl Pokémon anlocken und dann fangen. Hey, das Kind da hat alles gesehen. Was machen wir nun? Ach, das fehlt jetzt noch, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Balg seinen Mund hält. Ja, versuch's doch. Kapu. Also gut, hier, Aquaknarre.
Volltreffer, das war sehr schön. Weißt du was? Hier machst du gleich einen Ruckzuck hinterher. Dann gibt es 219 Erfahrungspunkte für Neo. Das ist der Grund, warum ich immer nur ein Rüppel sein werde. Mann, ist das lahm. Sie werden mir den Lohn kürzen. Ich bin als Nächster dran. Mit dir zu kämpfen, nachdem du geschwächt wurdest, finde ich äußerst reizvoll. Wie geschwächt? Das Einzige, was dein Kollege hier durchbekommen hat, war ein Energiefokus. Ich weiß nicht, inwiefern ich hier geschwächt sein soll. Also gut, Neo, wir zwei machen das, ne? Super Schall. Okay. Ich habe meine Meinung geändert. Chris, wir zwei machen das. Ein Erstauner. Er ist besonders erstaunt, hat mich das jetzt aber nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Schiss hat da den Typ verteilt. So. Und das ist Level 16 für Chris. Level 18 lernt er seine nächste Attacke. Ich möchte eine Beförderung, um etwas zu Herrets Pokémon zu bekommen. Irgendwie sowas hat er jetzt gesagt. Diese Rotznase ist stark, sogar mehr als nur stark. Mir fehlen die Worte, so stark ist das Kind und mein Wortschatz ist recht groß. Das war's hier für uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Oh, was ist das für ein Ding? Sie müssen es hier vergessen haben. Es ist ein Schlüssel. Er gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Du kannst ihn meinetwegen haben. Den Kraftwerkschlüssel haben wir damit bekommen. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Diese Schurken wollten mir meinen feinen, süßen Honig stehlen. Sie waren recht reichlich seltsam, wie sie schon angezogen waren. Und was sie gesagt haben, war noch viel seltsamer. Ich muss mich bei dir bedanken. Nimm etwas von diesem süßen Honig. Nimm gleich ganz viel. Danke dir. Wenn du Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Yep, das weiß ich. Damit kann man relativ tolle Pokémon teilweise unlocken. So. Dann gehen wir jetzt mal zurück zum Windkraftwerk. So. Was? Das kann gar nicht sein. Du hast den Schlüssel? Aber dann habe ich die Tür ja ganz umsonst verschlossen. Jetzt stehe ich wieder totale Verlierer da. Aber keine Zeit für Selbstmitleid. Ich muss dem Commander Bescheid geben. Ja, gib mal deinem Commander Bescheid. Oder besser gesagt deiner Kommandantin. Ich weiß ja, wer es ist. Das ist Mars. Och, das macht ja doch gar keinen Spaß. Das ist ja richtige Arbeit, sage ich dir. Herausforderung von Galactica Ripple und einem Zubat. Also gut, Neo, hoffen wir mal, dass der uns diesmal keinen Superschall gibt. Und wir einfach gemütlich draufhauen können. Der macht gut, aber das ist mir schon wesentlich sympathischer. Kann er jetzt noch eine Aquaknarre haben? Dann ist er auch futsch. 50 EP. Was? Ein Rotzlevel hat mir die Arbeit vermasselt? Team Galactic benötigt die Elektrizität für irgendetwas Großes. Den hier nehmen wir auch noch mit. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen. Das ist unsere Mission. Herausforderung von Galactica Ripple. Also,
den Charmian haben wir heute. Oh, wie hier. Yay, jetzt ja eigentlich wissen müssen. Gut, hier ist dann jetzt halt erst eine Aquakleider. Das war nicht mal ein Volltreffer. Aber das war einer. So, 166 P, das ist ein Level-Up für Neo. Dann kommt eins mit Kaku. Ja, jetzt möchte ich wechseln. Und zwar darf der Chris jetzt wieder ran. Stark sind oder starke Trainer sind, ich weiß nicht, die gehen hier immer zu schnell weg. Ich hätte gerne mal einen Trank für Leo. So. Chris, du darfst nach vorne. Hallo Mars. Ich bin einer der drei Kommandos des Team Galactic. Moment, das stimmt gar nicht. Einer der vier Commander. Man nennt mich Mars. Wir werden eine neue Welt schaffen. Eine Welt, die besser ist als diese. Aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut. Du verstehst uns auch nicht, oder? Das macht mich traurig. Kämpfen wir, um zu sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden. Wenn ich gewinne, verschwindest du hier. Wenn du gewinnst, werden wir Team Galactic hier verschwinden. Herausforderung von Commander Mars. Einem Zuwart. Oh, das Chris. Zuwarts sollten für dich ein Kinderspiel sein. Ein kleiner Funkensprung. Das soll es gewesen sein. Wieder 72 Erfahrungspunkte. Schnurgast. Ja, ich würde das jetzt gerne Wuppern machen lassen. Wer kann das besser? Level 17. Ja, komm ich hier. Ja, du kannst auch ein Mobi. 10 KP. Okay. Glaubst du, stellst du damit mein Pokémon an? Ja, ich verprügle es, was soll ich sonst damit anstellen? Ah, da war ja ganz knapp verliebt. Okay, komm hier. Geh einfach drauf. 666 Erfahrungspunkte. Was für eine Zahl. Das ist sogar ein komplettes Level-Up für Wutan. Unfassbar, ich habe verloren in diesem Wartsnase. Ups, da habe ich aber ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Ich habe den Kampf genossen. Das ist aber schade. Gegen ein Kind zu verlieren ist bedauerlich. Nun, da kann man nichts machen. Wir haben genügend Energie zusammen. Mit der gewonnenen Elektrizität stehen uns nun Tür und Tor offen. Mit mir, Charon, kommen da keine Zweifel. Immerhin erkennt selbst der Boss mein Genie an. Mars, wir brechen auf. Du hast mir gar nichts zu sagen. Nur der Boss darf mir Vorschriften machen, sonst darf das keiner. Reiß dich in meiner Nähe gefälligst zusammen. Du bist immerhin neu hier. Denk nur nicht, dass dich jemand ernst nimmt. Tja, höchste Zeit, dass wir uns verabschieden. Team Galactic, sie haben gesagt, dass sie unbedingt Energie und Pokémon sammeln müssen. Damit wollen sie ein neues Universum aufbauen, haben sie zumindest gesagt. Das alles hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber ich kann dir gar nicht genug für meine Rettung danken. Endlich sehe ich meine kleine Tochter in meinem Sonnenschein wieder. Papa! Ih, Papa, du riechst. Papa, geh duschen, igitt.
Oh, tut mir leid. Ich musste ohne Unterbrechung für Sie arbeiten. Danke, Trainer. Du hast die ganzen bösen Leute weggejagt. Nun kommt das Ballon-Pokémon bestimmt wieder. Oh ja, bei den Windkraftanlagen hat man ein ballonförmiges Pokémon gesehen. Und zwar immer an einem bestimmten Tag. Aber welcher war das nochmal? Ob es einen erscheinenden Zusammenhang mit der Windkraftanlage steht, die Wind in Energie umwandelt? Das kann natürlich sein. Das ist auf jeden Fall ein Driftland, was man sich hier jeden Freitag fangen kann. Heute ist allerdings Samstag. Oh, deine Band ist auch wieder da. Ah, ja, du bist es. Ja, richtig, du bist es. Ich habe gehört, Team Galactic sei in diesem Kraftwerk aufgetaucht. Team Galactic, hast du von ihnen schon gehört? Ja, natürlich, wir kennen uns ja. Also, wo ist dieses Team? Wie bitte? Du hast es vertrieben? Du bist zwar ein Trainer, aber... Na gut, ich setze meine Untersuchung im Gebäude fort. Erstaunlich, ich habe das ganze Gebäude durchsucht. Auch im Gebäude befindet sich dieses ominöse Team Galactic nicht. Du hast sie also nicht aus Versehen übersehen oder irgendein anderes Team verjagt. Hm, so etwas schafft nur ein wahrer Trainer. Etwas jung zwar, aber durchaus als Trainer zu erkennen. Ich werde nun meine Aufgabe als Elite der internationalen Polizei nachkommen und die Schuldigen verfolgen. Laut geheimen Quellen führt ihre Spur nach Ewigenau. Ich verschwinde nun und empfehle mich. Ah, Ewigenau. Ich darf das hier übrigens mal zeigen. Ich weiß nicht, ob Koto hier schon mal einen Blick auf die Karte geworfen hat. Oh, er hat sogar auf den Select gelegt. Wir sind hier... Also, hier unten haben wir angefangen, zwar Zweiblattdorf, hier sind wir Sandgämme, Jubelstadt, hier Erzählingen, da haben wir den ersten Orden geholt. Flori, da sind wir jetzt gerade mehr oder weniger, hier ist das Windkraftwerk und Ewigenau liegt hier oben. Da müssen wir jetzt hin als nächstes. So, ich gehe jetzt aber erst einmal eine Runde ins Pokémon Center. Weil ich habe gehört, die Schwester Joy, die will meine Pokémon heilen und sie will nichts dafür haben. So. Na dann, auf geht's. Bisschen was schaffe ich ja noch in meinem Part. Schmierst du süßen Honig auf die Rinde eines Baums, lockst du damit den süßen Duft vielleicht Pokémon an. Und hier haben wir einen Teenager, Pfadfinder, Camper, whatever. Hey, wie wäre das mit einem Kampf, bevor ich in den ewigen Wald aufbreche? Der Ewigwald, der ewigen Wald, das ist der in Einer, der Ewigwald ist der in Sinnoh. Darf ich nicht vergessen. Camper Nick. Deine Ponita, oh, das gefällt mir jetzt. Wobei, nee, ich habe ja Chris gehabt vorne. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte Neo noch vorne. Egal. Chris schafft es auch. Los Chris, Funkensprung. Ich mag übrigens dieses Licht im Hintergrund. Diese Abenddämmerung. Das schöne Rot-Orange. Das macht ganz schön Schaden an unserem Chris. Ein Volltreffer hättest du ein bisschen früher machen können. Und das sind aber ganz schön viele. Und Level 17. Und wir haben Nick besiegt. Der ist genauso wie mein Akmurai aus Pokémon Weiß. So. Neo darf wieder ran. Oh, der erste Wanderer. Das genieße ich jetzt. Ich liebe dieses Encounter-Theme. Der Musik könnt ihr stundenlang zuhören. Es gibt zwar keinen Berg hier, aber ich bin zum Bergwandern bereit. Und los! Ich will die Musik nicht wegmachen, aber gut, wir wollen ja weiter. Wanderer Karel mit einem Kleinstein. Gut, dass wir mittlerweile gegen Kleinstein gerüstet sind. Neo, Aquaknarre. Dann reicht dann sowieso schon für den One-Hit-KO. Leider gebe ich dir nicht so viel Erfahrungspunkte wie das Ponita vorhin.
wir einfach besiegt. Das war ein erfrischender Kampf. Und hier haben wir ein X-Spezialverteidigung. So. Nachdem ich die letzte Folge ein bisschen überzogen habe, lasse ich diese mal wieder ein bisschen kürzer. Wir hören hier an dieser Stelle auf und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, wo ihr dann wieder mit Koto das Vergnügen habt. Bis dann, macht's gut.